Servus, liebe Trader. In den letzten Wochen, da hatten wir teilweise ja eine sehr hohe Volatilität an den Märkten. Wir hatten viele Einzelwerte, die regelrecht in einer Achterbahnfahrt steil nach oben und wieder nach unten gekommen sind. Und deswegen möchte ich euch heute über Aktienrankings ein vorgefertigtes Template vorstellen, nämlich Low Volatility, New Highs. Damit finden wir dann Aktien, die beruhigt nach oben laufen, diesem Trubel mehr oder weniger nicht mitmachen und sich dann auch sehr gut für gehebelte Trades oder langfristige Investments eignen. Ich wechsle einfach mal vom Trading Desk auf Aktienrankings. Dort könnt ihr mit dem Morningstar-Datenpaket diese Screenings durchführen. Dann müsst ihr euch eigentlich nur einloggen, könnt hier bei Templates jetzt hier auch reinschauen, findet hier die erwähnte Strategie Low Volatility New Highs. Die bezieht sich auf das Buch High Returns from Low Risk und wie es der Name schon andeutet, langfristig vor allem soll diese Strategie aufzeigen, dass hohe Kurssteigerungen nicht zwangsläufig mit höheren Risiken einhergehen und wir finden auch hier mit diesem Screening einige spannende Titel und sehr angenehme Kursverhalten. Das Screening, hier werden ausschließlich die 30% der größten 500 europäischen Aktien mit der geringsten Volatilität für euch herausgefiltert. Das heißt, die Parameter, die entsprechenden, werden automatisch befüllt und gleichzeitig müssen diese Aktien dann auch in den letzten 5 Tagen auf neue Hochs ausgebrochen sein. Das heißt, hier spielt gerade die Musik. Die Aktien gehen in bullischen Marktphasen, wie wir es gerade haben, mit nach oben und so finden wir spannende Trendaktien. Genau. Vor allem am US-Markt gibt es gerade spannende Titel, deswegen füge ich beim Universum einfach mal die Kursliste mit den 200 volumenstärksten US-Titeln hinzu. Das könnt ihr hier beliebig machen. Befüllt ist alles schon, genau. Tägliche Volatilität wird berücksichtigt vor allem. Und dann haben wir hier zum Beispiel bei den Chartsignalen ein neues Hoch in den letzten 5 Tagen sowie auch hier wieder die tägliche Volatilität berücksichtigt. Ich klicke einfach mal auf Scannen. Und dann schauen wir mal, was hier rausschaut. Insgesamt werden jetzt mit Europa und USA 2500 Aktien berücksichtigt. 750 bleiben anhand der Volatilitätskriterien übrig und 71 haben dann wiederum in den letzten 5 Tagen noch ein Hoch markiert. Und dann finden wir hier zum Beispiel bekannte Titel wie eine eBay, die jetzt gerade wieder nach oben durchstarten kann. Da war ja eigentlich in den letzten Jahren auch immer so die Befürchtung, kann der Online-Marktplatz mit Konkurrenten wie Amazon mithalten? E-Commerce boomt natürlich, auch eBay hat davon profitiert, hat jetzt starke Zahlen präsentiert. Vor allem auch beim Nutzerwachstum ging es um 7% auf 185 Millionen Käufer nach oben. Und fürs jetzt gerade laufende Quartal wird eine Umsatzsteigerung von 35 bis 37% wieder in Aussicht gestellt. Also hier läuft sehr gut, schöner Breakout unter erhöhtem Volumen, die Trendfortsetzung startet und man sieht hier eBay generell auch ein Titel, der sich für die erwähnten Manöver sehr gut eignet. Wir finden aber auch weitere spannende Titel, wie zum Beispiel Silicon Valley Firmen wie eine Palo Alto Networks. Jetzt gab es gestern nachbörslich wieder starke Zahlen von Varonis Systems. Cyber Security, das ist ein wichtiger Trend für die nächsten Jahre. Die Investitionen dürften weiter zunehmen. Ausschlaggebend hier nicht nur die beschleunigte Digitalisierung, sondern auch noch Ende des letzten Jahres der große Hackerangriff in den USA. Viele Daten sind betroffen gewesen, viele Firmen waren betroffen und auch Palo Alto hat sich entsprechend gut aufgestellt, hat laut den Analysten von BTIG auch für einen guten Schutz bei dieser Sunburst-Attack gesorgt und jetzt vor allem sollen Auswertungen zeigen, dass die Next Generation Softwarelösungen von Palo Alto die höchste Nachfrage der letzten 18 Monate verzeichnen konnten. Die Aktie hat jetzt gerade erst ein neues Hoch markiert, konsolidiert jetzt wenige Tage im Bereich des Hochs auch wieder und heute könnte bereits wieder die Trendfortsetzung starten. Sieht aktuell sehr gut aus, habe ich auf meiner Watchlist im Blick und auch vor allem hier beim langfristigen Kursverhalten sieht man sehr gut, dass sich hier die Aktie überwiegend in geordneten Bahnen bewegt und diese Long-Signale sehr schön für Breakout-Chancen, für Trendfolgetrades genutzt werden können. Ich empfehle euch, schaut auch immer wieder auf unsere Facebook-Seite, einfach nach TraderFox suchen. Dort gab es zuletzt jetzt auch einen Artikel von unserem Redakteur Andreas Haslinger, der euch mit Holmen eine grüne Aktie aus Schweden genau vorgestellt hat, die hier mit diesem Screening, mit diesem Template identifiziert werden konnte. Ich verlinke euch einfach mal den Artikel in der Beschreibung des Videos, dann könnt ihr euch da ganz genau einlesen. Ein sehr spannender Titel, der auch beim Qualitätscheck 12 von 15 Punkte erzielen kann. Auch die könnt ihr ja kostenlos bei unserem Aktienterminal durchführen. Eure Aktien schnell nach den Kriterien Qualität, Wachstum und Dividende bewerten. Einfach mal auf aktie.traderfox.com schauen. Auch dazu gibt es schon eine Anleitung, die findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen.
ein Template, das ich immer wieder gerne mal nutze, um spannende Trendfolgekandidaten aufzufinden. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Erfolg mit euren Trades.